Tag. Das ist ein Mehrteiler. Wer den ersten Teil hiervon noch nicht gesehen hat, der schaut sich bitte den ersten Teil an, den ich hier oben rechts verlinken werde. Wer den Masterplan nicht kennt, bla bla bla, auch hier oben rechts. Und wer nicht weiß, was auf meinem Kanal passiert, der geht auch hier oben rechts hin. Also immer oben rechts hin. Bis gleich. Tag. In dem Video geht es um das praktische Beispiel, von dem ich immer geredet habe. Als erstes mache ich jetzt mal ein kleines DIN A4 Blatt hier rein. Also Vorlage wählen, DIN A4. Dann macht er automatisch die Größenangaben. Okay. Jetzt haben wir ein DIN A4 Blatt als ja, Zeichenfläche. Das mache ich extra so, weil ich ja später diese Vorlage, die ich jetzt gleich zeichnen werde, ausdrucken möchte. Gut. Und DIN A4 ist halt praktisch. Jetzt mache ich eine neue Ebene und ziehe da mal ein Bild hinein. Jetzt macht er natürlich noch eine zweite Ebene rein, aber ist jetzt auch egal. Was ihr jetzt seht, ist Folgendes. Wir haben hier einen Rollladenkasten, da ist die Wand, da ist die Decke. Und wir haben hier von IKEA so einen Gardinenstangenhalter. Der ist für zwei Gardinenstangen vorgesehen. Bis jetzt haben wir immer nur eine gebraucht, deswegen hat das gepasst. Aber wir brauchen jetzt zwei Gardinenstangen, denn wir wollen hier eine vordere und eine hintere Gardine anbringen. Und wie man sieht, das ist ein bisschen im Weg, das Kästchen. Also muss ich das Ding jetzt länger machen. Geht aber mit dem IKEA-Teil nicht. Dann haben wir uns umgeguckt und immer nur, ja, entweder was super Teures gefunden oder was Hässliches. Das ist ja auch nicht schön. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, jetzt machst du mal was Vernünftigeres und zeichnest mal was. So, ich weiß zufällig, weil ich ganz zufällig gemessen habe, dass der Bereich von hier, von der Wand bis dahin, 9 cm lang ist. Also gehe ich jetzt mal kurz hin, drücke hier einmal links drauf, klick, lass los, ziehe nach rechts. Halte die Großschreibtaste fest, dann mache ich hier schon so eine Linie. Und wenn ich jetzt auch noch die Steuerung-Taste gleichzeitig festhalte, dann mache ich hier eine gerade Linie. Immer so schön winkelmäßig. So, und wenn man jetzt hier unten guckt, da in dem Bereich hier, dann sieht man schön, wie da die Millimeter hochgehen. Das heißt, 9 cm sind ungefähr hier. So Pi mal Daumen. Jetzt klicke ich einmal. Jetzt habe ich hier einen Strich gemacht. Ist schon mal ganz gut. Jetzt muss ich nochmal hingehen und diese Ebene hier. Achso, ich dussel. Steuerung Z, Z, Z. Auf der Ebene. Das muss runter. Auf der Ebene will ich zeichnen. Ja, klar. Bin ja voll am Erklären und mache es dann selbst. Ich Großschreibtaste, Steuerung. 9 cm, Pi mal Daumen. So. Na, komm her. Quatsch. So, jetzt habe ich auf der Ebene den Strich gezeichnet. Jetzt kann ich die Ebene anklicken. Das verschieben. So. Ne? Und dann arretieren. Macht jetzt natürlich keinen Sinn, weil ich ja hier schon angefangen habe. Also muss ich jetzt die Größe ändern. Also, das kleiner machen. Jetzt hätte ich mir natürlich dann hier die Ebene anzeigen lassen müssen. Na, egal. Skalieren wir mal. Jetzt ist es immer noch zu groß. Skalieren wir es noch mehr. So, skalieren. Das muss jetzt auch nur Pi mal Daumen sein. So, jetzt verschiebe ich das mal wieder nach rechts. So, immer noch was kleiner machen. So, nochmal skalieren, so rüber. Da kommen wir noch ein bisschen mehr. So, schauen wir nochmal. Ich schiebe es mal nach rechts. Ja, damit kann ich auch leben. Jetzt habe ich schon mal hier meinen Strich. Weiß, das sind sie 9 cm. Und jetzt kann ich hingehen, diese Ebene mal ein bisschen dunkler machen. Von der Deckkraft her oder heller. So, damit das nur noch im Hintergrund so ein bisschen zu sehen ist. Ja, so schön. Gut, ich möchte aber, dass das Ding jetzt was länger ist. Das heißt, ich möchte jetzt hier was reinzeichnen, was eben schön aussieht. Das kann ich jetzt hier mit den Dingern machen und einem Pinsel. Ich könnte jetzt hier, haben wir was Schönes hier, so einen breiten Streifen nehmen, den von der Größe her anpassen. Dann habe ich hier so einen Streifen in der Größe. Kann auch das Seitenverhältnis anpassen. Na ja, gut, das machen wir wieder auf 0. Auf 0. 0. Und den Winkel, dass halt eben dann nicht so steht, sondern bei 90 Grad. Ups, und 180 Grad ist natürlich jetzt falsch. Machen wir 90. So rum steht. Und kann ich jetzt hier zeichnen. STRG Z machen wir natürlich nicht. Schon gar nicht auf der Ebene. So.
Obwohl, das könnte man doch trotzdem machen. Ich möchte jetzt hingehen und einmal von da. Also ich habe mir überlegt, das sind ja 19 Meter. Das heißt, noch 1 Zentimeter hier Platz lassen. Das heißt, ich mache mal von hier. Klick. Hier rüber. Großschalttaste festhalten. Steuerung-Taste festhalten. Dann gehe ich mal auf 10 Zentimeter. So, von da bis dahin mache ich dann etwas. Dann gehe ich hin, mache mal eine neue Ebene und mache hier mal einen Kreis rein. So, jetzt nehme ich mir einen Kreis und werde mir diesen Kreis dann auf eine Größe von, das sind 320, ich brauche aber hier nur, also das Verhältnis stimmt ja gar nicht. Ich habe es vergessen, die Verhältnisse reinzupacken, weil es ja nicht auf 100% ist. Das sieht nämlich dann so aus. Und das ist natürlich dann falsch. Ich hätte jetzt da das. Ach, ist egal, komm. Das kriegen wir auch so hin. Machen wir wieder hier auf 18%. So, dann gehen wir mal hin, machen mal das Ding kleiner. Und zwar auf 200 von mir aus. Erstmal. Ich werde nochmal kurz hier messen. Und zwar, ich mache einen Strich, aber in Punkt. Und den auch kleiner. Ja, so auf ungefähr so 5, ja. Von da bis so, also ich habe ja hier bei 100 und dann gehe ich jetzt hier auf 120, denn ich weiß, das Ding hat 2 Zentimeter. Klick. Dann will ich dann von da aus wieder, aber von dort nach hier rüber nochmal so 1 Zentimeter Platz lassen, oder soll ich mal 2 Zentimeter Platz lassen? Ich lasse 2 cm Platz. So auf 140. Jetzt mache ich hier wieder einen Punkt rein. Halte die Großschalttaste fest. Und dann mache ich dann nochmal von 140 auf 160. Das sind jetzt so kleine Hilfslinien von mir. Gut, die kann ich auch ein ausblenden, weil ich ja die andere Ebene genommen habe. Okidoki. Das heißt, ich möchte jetzt hier einen Kreis reinmachen. Dann nehmen wir mal kurz einen Kreis. Dann machen wir mal kurz die Größe was höher. Gehen wir was näher ran. Man sieht, das passt jetzt noch nicht ganz. Dann drehe ich ja noch mal ein Rädchen ein bisschen. So, wieder was kleiner machen. So, also jetzt möchte ich dann da auf einer neuen Ebene allerdings. Ich kann es auch die Ebene Kreis nennen. Kreise. So. Und jetzt mache ich dann da noch ein bisschen größer. So, da oben hin, so damit es einigermaßen mittig ist. Butsch, ein Kreis rein. So, das ist jetzt auch hier bündig, sehr schön. Dann gehe ich jetzt hier rüber und mache dann hier auch noch mal so einen Kreis rein. Butsch. Und das sieht auch gut aus. Jetzt habe ich hier schon mal zwei Kreise. Die mache ich jetzt mal in einer anderen Farbe. Die mache ich jetzt mal in Weiß, fülle mal kurz um, so schnupp und schnupp. Jetzt habe ich da meine beiden Kreise, gehe wieder auf die Ebene hier unten, wo ich halt diesen Balken gebastelt hatte und werde das Ganze mal hier rüber schieben. So, machen wir es noch mal mit dem schönen Pinsel hier. Den hier, da haben wir den immer noch. So, den klicke ich jetzt mal dahin. Ah, nicht, nein, nicht in Weiß, in Schwarz. So, Steuerung Z. So, dann ziehen wir den mal hier rüber. So, bis hier hin. Gerade. So, und jetzt haben wir dann noch von hier aus, mache ich jetzt mal da einen Punkt hin. Hier rüber. Und dann will ich ja mal hier schräg runter haben. Und so, damit das so ein bisschen schräg aussieht. Schnupp. Ich glaube, das sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt muss ich noch mal kurz den Bereich hier wegradieren. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal ja, die Gummi. Und radiere mal von da bis hier. Alles weg. So, von da bis da. So. Das war jetzt schon mal der erste Part. Jetzt möchte ich noch. Also, da kommen die Gardinenstangen rein und hier, das ist dann an der Wand.
Und jetzt möchte ich aber noch hier auf der Ebene kurz diese Kreise hier wegmachen. Das heißt, ich gehe mal kurz hin und habe jetzt das hier markiert. Gehe auf diese Ebene, ist ja auch noch markiert, und drücke mal auf Entfernen. So, wenn ich jetzt das hier ausmache, sieht man schon, ach, guck mal an, mach das auch mal weg. Jetzt habe ich hier schön den Kreis ausgeschnitten. Und der ist wirklich weg. Jetzt machen wir hier die Kreise wieder an. Nehme wieder meinen magischen Zauberstab, klicke hier auf den weißen Kreis, klicke wieder auf die Ebene darunter und sage dann, das Markierte hier entfernen. Schnupp. Jetzt habe ich die beiden Aussparungen schon da drin. So einfach geht das. Gut. Als nächstes will ich aber das hier noch ein bisschen organischer haben. Das heißt, ich gehe erstmal hin und nehme hier mal so einen mittelweichen Pinsel und habe die Ebene markiert. So, mache wieder Steuerung A, denn sonst würde ja nur hier in dem Bereich, wo das Markierte war, rauslöschen. Jetzt mache ich mal hier ein bisschen. Nee, das ist scheiße. Steuerung Z, Z. Ich nehme doch einen harten Pinsel. So, und mache mal kurz hier so eine Kante rein. So, und dann mache ich hier unten eine Kante rein. Obwohl, ich mache die eher so. Moment. So. Und dann habe ich da mal markiert. Jetzt halte ich die Shift-Taste fest und ziehe das mal hier so ein bisschen runter. Obwohl, bis hierhin ziehe ich das mal. Das ist zu viel. Steuerung Z. Also bis hierhin runter. Auch noch Steuerung Z. Das gefällt mir nicht so. Das ist mir zu dünn da oben. Steuerung Z. Also sollte ich vielleicht noch mal kurz hier runter. Na komm, nochmal Steuerung Z. Ja, was tiefer. So, dahin. Großschreibtaste festgehalten und dann hier rüber. Das sieht schon besser aus. Jetzt klicke ich noch mal kurz hier rein. So, habe dann hier so zwei abgerundete Teile. Und das sieht auch schon relativ gut aus. Ich könnte natürlich noch hingehen, das Ganze hier ein bisschen runter machen. Dafür mache ich aber jetzt mal einen kleineren Pinsel. So. So. Geht das so. Ja. Und werde aber dann hier mal von Hand so ein bisschen wegmachen. So ein bisschen rund. Und hier ein bisschen rund. Das wird das später so. Entweder mache ich das aus Holz und dann wird das ja sowieso ein bisschen von mir nachbearbeitet. Das ist ja nur die grobe Geschichte. Obwohl, ich könnte auch wieder eine Maske machen, eine Stussel. Das heißt, ich mache jetzt wieder mal damit auf der Ebene hier. Ich mal anzeigen, Wasser. Ja, so. Hab die Ebene angeklickt, drücke auf Entfernen und dann verschwinden die ganzen Punkte hier, also die ganzen Striche, die ich vorher gemacht hatte, wird die Ebene geleert. Gut, jetzt habe ich dann wieder hier meinen schönen runden Kreis und das möchte ich jetzt eben dann ein bisschen kleiner haben. So. Und dann soll das halt so aussehen. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. So, werden wir jetzt wieder hier oben dann den Jungen schnapp, obwohl nein, das sieht noch nicht gut aus, ne? Wieder auf die Ebene zurück. Steuerung Z. Ich mache es noch was größer. Im Mausrad gedreht. Dahin. Ja, noch was größer machen. Das kann ruhig überstehen. Ja, das war jetzt zu groß. Wir noch ein bisschen kleiner machen. Dahin. Jetzt habe ich den gesamten Bereich hier überdeckt. Klick mal da drauf. So. Sieht das schon gut aus. Jetzt gehe ich wieder auf meinen magischen Pinsel. Mach mal wieder die Kreise an. Klick auf den Kreis. Aber ich muss erstmal hier den Kreis auch anklicken. So, jetzt habe ich das wieder markiert. Klick wieder hier auf diese Ebene hier, die da, und sage entfernen. Denn da war ja der Kreis, den ich da reingezeichnet hatte, wie man hier sieht. Das ist halt die Geschichte mit den Ebenen. Jetzt habe ich mir hier eine schöne Vorlage gemacht, wieder Steuerung A machen, die mir sogar gefallen wird. Und ich glaube, das werde ich so nutzen. Jetzt gehe ich mal hin und markiere mal den Bereich. So. Einmal Steuerung C. Steuerung C. Mach wieder eine neue Ebene. Transparent. Mach dann dort Steuerung V. Nein, Steuerung Z.
gehe hier oben. Da ist die neue Ebene. Die schiebe ich mal ganz nach oben. Mache die ganzen Dinger hier aus. Warum hat er jetzt da? Ach, weil ich die falsche Ebene erwischt habe. Hm. So, die Kreise sind das. Das da. So, mache dann Steuerung V. Steuerung Z. Ja, wenn man das falsche erwischt, die falsche Ebene angeklickt hat. Also wie gesagt, ich mache auch noch meine Fehler. So, das hier mache ich jetzt mit Steuerung C. Steuerung C habe ich jetzt auf der richtigen Ebene das richtige Material kopiert. Mache dann das jetzt wieder aus. Zoome ein bisschen raus. Mache dann Steuerung V. Und mache dann hier Füllen. So, füllen wir es mal in schwarz. Komm nach unten vereinen, verankern. Da ist auf die falsche Ebene gemacht, der Dussel. Er soll es nicht dahin machen, er soll es hierhin machen. Steuerung Z, das ist auch wieder falsch. Steuerung V, jetzt habe ich es. Mensch, Mensch, Mensch. So, jetzt schiebe ich das hier oben hin. Nicht ganz an der Rand von dem Blatt, dahin. Mach dann nochmal Steuerung V, schiebe das hier drunter. So. Das mache ich jetzt aus, vom Ansehen her. Dann mache ich nochmal Steuerung V, schiebe das hier runter. Steuerung V, dass man nur mal so sieht, was man da machen könnte. Beim Ausdruck wird es übrigens dann richtig sein. So, Steuerung V. Dann gehe ich auf Spiegeln. Da ist Spiegeln. Dann geht das mal. So. Verschiebe es wieder. Und schiebe es dann hier oben hin. Und das passt sogar ein bisschen. Nee. Das war ich natürlich ein bisschen zu eng bei den ganzen Geschichten. Aber mal so zu zeigen. Das hätte man jetzt auch noch spiegeln können. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Platz gelassen hätte, hätte man 1, 2, 3, 4, 5 und dann nochmal 4, wahrscheinlich 9 Stück hätte man unterbringen können. Gut, auf jeden Fall das Ding jetzt nehmen. Datei. Drucken. Und ja, ich drucke es jetzt nicht aus, ne, weil ich es schon ausgedruckt habe. Gebe ich auf und zu. Ne? Ich bin ja so ein kleiner Fuscher. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt ein praktisches Beispiel gezeigt, denn das Ding hier, machen wir kurz hier bei D-Ebene wieder, dass die Deckkraft wieder schön, also halt erstmal verankern. Butsch, darunter. So, das hier, weil es wieder ein bisschen heller, dunkler. Dann kann ich die Ebene noch mal kurz verschieben. So, und dann kann man sich das so vorstellen. Da sehen wir jetzt hier etwas Schönes, Zartes steht in Holz. Wahrscheinlich ja, 1,8 cm breit, dick, wo die Stangen dann drauf liegen können. So einfach geht's. So, ich hoffe, das praktische Beispiel hat euch was gebracht. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß und ich werde jetzt wohl doch eher hingehen. Ja, ich weiß nicht. Doch, ich mache es einfach mal. Ich mache das gleiche jetzt nochmal in 3D, mit dem 3D-Programm und werde das dann vielleicht mit dem 3D-Drucker ausdrucken. Mal schauen. Okay, man sieht sich die Tage. Bis morgen und ciao.